Das sieht aus wie ein Drache. Im Schlaf. Der gleich seine Flügel ausbreitet und dir hart eine mitgibt. Das ist aber ein Leuchtfeuer. Nice. Geh hin. The fuck is that thing? Entzünde das Leuchtfeuer. Kannst mich mal! Ich will jetzt nicht das Menü verlassen. Es muss ein NPC sein, mit dem du sprechen kannst, sonst wird das ja keinen Sinn machen. Der müsste dich ja sofort wegpusten. Mama! Geh ihn ansprechen. Frag ihn mal was. Sag Mama. Mal freundlich Hallo. Hi. Jawohl, tu es. Bete zu den immerwährenden Drachen. Aber hallo. Ja, aber hallo. Ja. Wir sind auf 10 Flakons hoch. Das war aber eben auch schon. Drachenkopfstein und ein Drachenauge. Sollen wir das machen? Wir haben 3, wir können die Waffe 2-mal verstärken, aber... Komm, try it. Werter Drache, nimm unsere Gabe. Verschone unser Leben und töte die Hydra. Wow. Yay. Kratz mich mal, du Kackviech! Achso. So! Alles klar, wir müssen zurück, würde ich brauchen. Scheiße! Gibt's irgendwie so ein Teleport? Pimsi? Ich weiß nicht wie. Be Scotty, beam me back to the main island oder so? Alter, vor allem, wir müssen jetzt echt den gesamten Weg zurück. Ja. An den Pilzen vorbei, an den Echsen vorbei, überall vorbei. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt dann doch langsam auf den Weg Richtung Main Quest wieder so. Dass wir diese Burg da aufsuchen oder was das ist. Ja. Ach, du wartest da ja immer noch. Das ist ja Herz. Was für ein langer Schwanz das Mistding hat. Was für lange Schwänze. Wie? So, das ist eine ganze Menge. Ich glaube nicht, dass das die gleiche Hydra ist. Nicht? Nee. Das wäre dann aber ganz schön öde, wenn sie zwei Viecher mit demselben Moveset haben. Vielleicht sind das Schwestern. Oh oh, er hat mich gewittert. Hallo! Alles klar. Aua, 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 aua! Gib ihm eine, jetzt! Ja. Aua! Hau ihn, hau ihn, hau ihn. Ja, ich flieg am Boden, du! Okay, lauf. Keine Ahnung. Lauf! Mama! Ich bin auch immer brav und artig! Hallo? Nein, ich möchte lieber nicht über ihren Herrn und Erlöser sprechen. Oh Gott! Ich trau mich gerade nicht, einen Flakon zu nehmen. Nee. Snack das Item dahin. Ja, ich versuch's. Wenn du stirbst, dann war dein Tod wenigstens nicht umsonst. Das Ding ist, wenn ich jetzt sterbe, spawnen will. Nee, warte mal, saß ich an dem Feuer? Ja. Ja, saß ich. Das Ding ist, ich krieg ja nicht mal diese kacken Muschel kaputt. Nein. Soll ich mich gleich noch an das Feuer da vorne wieder ransetzen? Ja, ne? Ja. Da müssen wir nicht wenigstens jetzt mal über den ganzen Strand laufen. Dann laufe ich aber erst zum Feuer hin. Wenn mich die Hydra nachher da auf der... Ja. Suboptimal. Ganz suboptimal. Könnte ich bitte da hochkommen? Danke. Ich hätte ja natürlich auch durch den Holzstamm laufen können. Ja. Gut, und warum ist das Gebiet jetzt optional, weil man die Drachensteine kriegt? Weiß ich doch nicht. Ein Drache droppt bestimmt geilen Scheiß. Also. Die Hydra, ja. Kann sein. Aber wie soll man die überhaupt bekämpfen? Das weiß ich auch noch nicht. Ich frage mich auch noch ein bisschen, warum das Ding Aschesee heißt. Noch. Wie im Namen sieht es hier nicht aus. Erstmal googeln. Erstmal googeln. Kommst du rüber, du Scheißviech! Mach dich platt! Okay. Siehst du, hat Schiss von mir. Ja, definitiv hat er das.
noch einen Drachenstein, jawohl. So. Ich werde jetzt gleich aber versuchen, an den Pilzen vorbei zu rushen. Im One-on-One werde ich die nicht alle machen können. Weil der Baum auch noch echt interessant aussieht, wa? Ja. Was, hast, was war da jetzt an dem Item? Auch ein Drachenstein. Auch ein Drachenstein. Was bringen diese Eide überhaupt? Weiß ich doch nicht. Was, warte mal. Wir hatten doch Drachenauge bekommen. Stimmt. Invasion der Welt des Drachenschuppenbesitzers. Erhalte Drachenkopf, verströme Drachenhauch. Vermachte Drachen durchdrungener Stein, Teil des Apostelrituals der alten Drachen. Du erhältst einen Drachenkopf und verströmst Drachenhauch. Mit der Verwandlung in einen alten Drachen streben die Drachenapostel nach der Überwindung des Lebens. Dieses Ritual stellt nur einen der Schritte dar und kann bis zum Tode nicht rückgängig gemacht werden. Oh, weiß ich, könnte das Ding benutzen oder was? Nee. Okay, die. Oh, oh, falscher Knopf. Die Großen sind wieder da. Okay. Du kannst mich mal sowas von hart haben, Sack. Aua! Oh, ja, sicher. Ich glaube, ich werde zwar gleich von einer kleinen Pilzarmee verfolgt, aber Fakt ist shit. Ich will leben. Hey, hallo liebe Fluchviecher. Okay, Sascha, wir müssen zurück. Der fucking Pilz kommt noch. Ernsthaft? Ja. Warum? Wo kommt das Ding denn her? Man geht einmal um den Drachen rum und schlägt ihm straffrei den Schwanz ab. Um das große Drachenschwert zu bekommen. Willst du mich verarschen? Nein. Steht so da. Ich stehe im Internet. Wir haben nicht genügend Kraft dafür. Weiß ich nicht. Die Hydra zu besiegen soll auch gar nicht so schwer sein, weil die nur diese Wasserattacken hat und die driften auseinander. Und dann rammt sie ihre Köpfe in den Sand und du kannst die Köpfe abschlagen, einen nach dem anderen. Oh oh. Okay. Das war skillig. Warum ist so ein komisches... Oh, war das skillig, ey. Setz dich am besten nochmal ins Feuer, wa? Dann ja. Können die Gegner auf dich zu verfolgen. Alles klar, also... Wie soll ich hier auf die Rückseite von dem Viech kommen? Drumrum laufen stand da. Einfach drumrum laufen. Das Ding schwimmt im Ozean. Nein, nicht die Hydra, der Drache. Auf die Hydra sollst du einfach nur zulaufen. Die macht dann ihre Wasserattacke. Das Ding wird der Drache sein. Nein, der Drache ist das, was bei dem, wo du den Eid geleistet hast. Da kann man doch nicht dahinter. Frag Internet. Da steht, du kannst dahinter und nimm den Schwanz abschlagen, straffrei. Man soll nur die Muschel in Ruhe lassen, weil die eine sehr hohe Verteidigung haben. Und wenn man den Baum hochgeht, dann soll da sogar ein Wunder sein, das man kriegt. Also den Baum. Ja, doch. Den, auf den wir gerade zulaufen. Ich wette trotzdem, dass das der angesprochene Drache ist. Nein. Die meinen wirklich den Drachen. Hinterher könnt ihr bei dem Drachen noch den Eid leisten. Sonst haben sie immer von der Hydra gesprochen. Das ist auch eine Hydra. Genau wie die andere. Gut, ich könnte jetzt noch ehrlich sein und sagen, im Internet stand, dass diese Hydra ein bisschen schwerer ist als die andere. Aber das musst du ja gar nicht wissen, du machst das schon. Nice.
Also die macht halt auch immer so ein fauchendes Geräusch, bevor sie ihren Angriff macht. Deshalb soll man das wohl gut mitkriegen. Und vor allem, du sollst einfach zwischendurch laufen können. Und das Beste ist aber nah an sie ran. Was war das denn für ein Move? Davon stand er nicht. nicht an die Viecher ran. Oh, die ist so gut tot. Stimmt, okay. Die sollen sich sogar sehr lohnen, weil die okay. extrem Scheiß wertvolle drauf. Steine droppen. Alles. Läuft! Und die ist fast tot! Puff, tot! Läuft bei mir, ey! Mein Plan ist, ich hole die Seele und schlag dem Drachen den Schwanz ab. Den Rest gucken wir dann, ob wir das schaffen. Ja. Du hättest jetzt ins Wasser fallen müssen, tot! Ich glaube, es wird langsam zu spät für uns. Wir bauen nur noch Scheiße. Ich bin versucht zu singen. Liebe Hydra, heilige Hydra, alles schläft und tu bitte auf. Wir können so doch Hof. Bestimmt friedlich koexistieren. Ich glaube, da kommt der Wasserschuss. Ah ne, das Ding ist eingetaucht. Man muss ja nur im seichten Gewässer bekämpfen. Also nicht hier, wo es tief ist, sondern so im seichten da. Wir brauchen das bei dir in der Nähe. Was? Ich weiß noch nicht, wie du darauf kommst, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt es gerade wieder. Wir sollen die Köpfe in den Sand hauen, dann kann man die einfach abschlagen. Einfach. Ganz genau, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Ich bin mal gespannt, wie du gleich an den Schwanz rankommen willst. Ich war der Meinung, da war kein Weg hin. Auch nicht, aber wir haben auch nicht so genau geguckt. Das stimmt allerdings. Auch gut, ich leiste den Eid, dir ewig zu dienen und zack, Schwanz abschneiden. Wenn ich schon treu bin, kannst du mir wenigstens was geben, doch. Echt, Mann. Ich will nicht, dass wir in der Auge des Drachens so einen Drachenkopf bekommen haben. Alter. Aber. Dann müssen wir uns jetzt gleich dann wohl auf langsamere Gefechte einstellen. Weil ein Großschwert, das werden wir bestimmt nicht. Genau. Obwohl doch, um die Insel wird man rumlaufen können. Ja, gut. Das kann man voll gut abschneiden, ja. Ja, und wie man das abschlagen kann. Hallo? Lauf doch. Du magst uns noch? Hab dich gerade von deinem Schwanz getrennt. Oh. Alles safe. Ach du Scheiße. Ja, sicher. 24 wiegt das Ding. Wir brauchen auch nur 50 Stärke, damit wir das führen können. Wir müssen umdrehen. Ja, was soll ich denn sowas wissen? Alter. 50 Stärke. Ich wollte gerade sagen, nicht das mal. Ja. Ich finde, das läuft super. Aber hallo. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall ein Schwert für später. Ja. Jetzt können wir den Weg wieder zurücklaufen. Wollen wir dann jetzt nicht nochmal versuchen, den einfach den Baum irgendwie hoch zu rushen? Baum hochrushen? Und dann werden wir verflucht. Einen Läuterungsstein haben wir noch, ne? Stimmt, der war nicht flug. Ja, keine Ahnung. Und ein Pilz.
Ich meine, wir können es versuchen. Ist dein aber Try. Du musst es nicht verschwenden, keineswegs. Ja, das Problem ist, ich habe gelesen, was da noch in dem Turm ist, und ich also in dem Baum, und ich bezweifle, dass Hochrushen so wunderbar funktionieren würde. Ja gut, dann lass es sein. Kein Ding. Da ist nämlich noch etwas drin. Und das macht ein bisschen Bumm. Da kommt immer dagegen. Ja. So, sagst du, machst du Hydra jetzt? Ja. Easy going. Man soll den sogar komplett blocken können. Ja, lief super. Definitiv. Und die Köpfe bleiben auch voll im Sand stecken. Ja. Genauso hatte ich mir das alles vorgestellt. Ich würde ganz einfach mal behaupten, hier soll man erst zum Ende des Spiels herkommen. Wenn man sowieso Stärke 50 braucht für dieses Kackschwert. Richtig. Wir sind vielleicht ein bisschen früh. Ja. Wobei wir schon auf Stufe 45 sind, hatte ich vorhin gesehen. Ja. Aber du hättest ja von Anfang an nur Stärke skillen müssen, damit du überhaupt dahin kommst. Ja. So mit Level 45, 50 Stärke zu haben. Ach ja, ja, ja. So würde ich dir jetzt gleich aber auch raten, einfach den Berg hochrushen. Ja, mache ich auch. An den Pilzen kommt man größtenteils vorbei. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir wirklich mal zurückgehen. Ja. Einerseits zum Schmied. Richtig. Zur Kirche. Genau. Und da wir wirklich das Drachenschwert benutzen, sollten wir da auch zwei Drachensteine reinballern. Ja. Vor allem, wir haben ja jetzt auch wieder drei. Heißt, müsste sogar vielleicht zwei Level zwei geben oder drei Upgrades machen. Gut. Also den Baum wieder hoch. Kopf voll. Bam! Oh, schade. Das hätte ich jetzt schon irgendwie gern gesehen gehabt. Nee, links. Links. Ah, nee, Quatsch. Schauen wir, dass der links angeht. So, jetzt alle kämpfen? Ja, aber hallo. Du hattest doch nur keine Lust, da hochzulaufen, ich weiß es doch. Ja, definitiv. Das ist echt manchmal. Scheiße. Wenn du zu inkompetent bist. Oh. Da liegen 5900 Seelen. Es waren sogar schon 6100, glaube ich. Oh. Siehst du, sag ich doch. Da liegen sie, okay. Oh! Ja, Krischi ist manchmal nicht so die größte intelligente Bestie, aber hallo. Er bemüht sich. Er war stets bemüht. Na, oh! Wollte doch nur freundlich Hallo sagen. Ja, aber hallo. Plansch. Wie das aussieht, ey! Oh, Meister des Dodgens hier! Vielleicht verfolgen sie mich, das ist super optimal. Vielleicht um die ganzen Frösche wird witzig. Und da rush ich auf die Leiter und bin weg. Meinst du, dass du es so schnell schaffst, ohne verflucht zu werden? Gut, einmal verfluchen ist scheißegal, einen Läuterungsstein haben wir. Nee, einmal verfluchen wäre scheiße, weil wir dann schon sterben und wieder unten anfangen müssen. Da war was, ich hab's vergessen. Man stirbt dadurch ja gleich. Oh nee, ich will nicht wieder sterben dadurch. Sondern du stirbst dir jedes Mal dadurch. Wo ist die Leiter, 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 wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Leiter Nummer 1, NP, NP. Da ist was gestorben. Jo. Leiter Nummer 2. Da links. Oh. Geradeaus. Nein, links weiter. Oh! Da, da. Oh oh. Das ist uncool.
Lauf, Forrest, lauf! Oh, ich kann dich nicht mehr treffen, das war's. Schön, schön, schön. So, jetzt ist gleich nur noch die Frage, wie kommt man von dem einen Vorsprung wieder hoch? Irgendwie musst du da ja wegkommen. Irgendwie schon. Das müssen sie ja bedacht haben. Ansonsten würden wir da unten ja jetzt feststecken quasi. Ja, auch richtig. Vor allem, du kommst ja trotzdem nicht anders weg, als wenn du die Hydra besiegst. So, hier haben wir... Richtig, den Weg nach oben. Den Weg, das war's aber auch. Oh, hallo. Geil. Oh, schade. Okay, Gott sei Dank. Bist du hier noch unsichtbar? Scheinbar nicht. Schade. Ah, das ist der richtige, Gott sei Dank. Bitte? Ja, weil du da noch die ganzen Äste kaputt laufen musst. Das ist wieder der Anfang. So, jetzt runterfallen, sagst du? Ja, bitte. Mein Vorschlag ist, du setzt dich da auch nochmal ins Lagerfeuer. Warte, 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 warte. Was soll der Bullshit? Das ist so nicht abgemacht gewesen. Nicht verfluchen jetzt. Hatte ich nicht vor, du. Aber das wird gerade gar nicht so einfach. Oh, du mieses kleines Huhn. Ich bin dafür, du läufst einfach diesen scheiß Berg, diesen scheiß Ast. Alles cool, alles cool. Ich bin nicht so nubig wie du. Was denn da? Ich habe mich da unten nicht einmal verfluchen lassen. Du hast dich in der Kanalisation zweimal verfluchen lassen. Ja komm, das erste Mal war nur ganz fies und das zweite Mal auch. Beste Ausrede ever. Das war voll fies, konnte ich gar nichts für. Ich mag jetzt bezweifeln, dass... Doch, hier komme ich vorbei. Gott, wo ist denn der Fuckweg nach oben jetzt her? Das Ding kenne ich. Hier bin ich richtig. Ja. Oh. Jetzt in Tod frei. Setz dich an das scheiß Feuer. Du weißt, dass wir jetzt einmal durch den ganzen Sumpf müssen? Ja. Warte mal, das war nicht das Ding mit... Das war nicht das Ding mit der ewig hohen Giftresistenz. Nee, das war das Schwarze. Das war das Ding mit der ewig hohen Fluchresistenz. Kommt so. Ja, nice. Ja. Aber Havels Ring brauchten wir trotzdem, ne? Weiß ich grad nicht. Sonst war das wieder so mittelträge. Leg mal die zwei Dinge ab, nicht, dass wir die versehentlich benutzen. Für mich noch keinen anderen Stein, wo ich jetzt sagen würde, lohnt sich voll. Alles klar, so, jetzt kann's losgehen hier wieder. So, ich muss durchs Sumpfgebiet, da muss ich dann hoch und durch die Abkürzung vom Drachental zum Hauptlagerfeuer. Den Weg soll ich nehmen? Ja, sicher! Warum, die ganzen Gift-Cheese-Viech-Dinger respawnen doch nicht. Ja, aber die ganzen drei Fettsäcke da. Die drei Fettsäcke, aber das ist immer noch der kürzeste Weg. Oder willst du die ganzen Leuchtfeuer da oben lang zurück? Das war ich eben gerade nämlich auch am Überlegen. Durch das war auch ganz schön scheiße. Feuerhexe nicht, aber das, was davor kam, da bist du ja wieder bei dem, wo der Drache war, und dann kommst du zu dem Gebiet in die Kanalisation und dann musst du da hoch und wieder zurück. Das ist viel zu umständlich. Lauf einfach die drei Riesen. Du kannst ja wahrscheinlich sogar wegsprinten, so schön langsam wie die sind. Hoffen wir es. Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne Gift vermeiden. Ich würde vor allem zu dem Lagerfeuer noch einmal gehen. Das reicht nicht. Dann scheiße ich aber auf Gift. Ja. Da kriegen wir unsere 10 Estus und müssen nicht den ganzen Weg von da wieder laufen. Hast recht, ja. Rechts. Da ist der Weg nicht so weit. Genau, 8000 Seelen. Yay. Gut. Wo willst du hin?
Ich muss doch nach oben. Ja. Aber in der anderen Richtung nach oben. Nein, stimmt, du musst ja da nach oben. Junge, mach mich nicht fertig hier. Nein, nein, du bist absolut richtig. Ich hab falsch gedacht. Ich weiß. Man kriegt dich wieder morgen. Ich merk schon hier. Ich merk schon hier. Oh Gott. So, alles klar. Wir warten nochmal ab. Okay. Tja, ich weiß nicht, wollen wir unsere Robe denn wechseln? Also wollen wir eine rote oder die schwarze nehmen oder wollen wir wieder die Eisenrüstung anlegen? Ich habe keine Ahnung. Ne? Irgendwofür müssen wir uns ja entscheiden. Ja. Andererseits würde ich schon situationsabhängig machen, wa? Ja gut, so ein bisschen, aber ich meine jetzt so standardmäßig. Ja. So, weil irgendwas müssen wir weiter aufbessern in Zukunft. Ja. Das ist die Frage, wo rein investieren wir unsere Splitter? Ja, was wäre dir lieber? Ich finde so flink kämpfen schon ganz nett, aber eigentlich bin ich doch eher der Blocker. Also ich würde die Eisenrüstung tatsächlich nehmen, aber die rote ist halt so ein guter Kompromiss aus beidem, ne? Die ist schön schnell, die blockt trotzdem recht viel. Die ist nur ein bisschen schlechter als die Eisenrüstung. Und man ist halt echt schnell. So, und du meinst, ich soll dran vorbei rushen? Jo. Nein, 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 nein. Hui, hui, hui.